ich bin der Fabian von Coburg Motion Engineering. Herzlich willkommen zu einem unserer Bike Tutorials. Heute zeige ich euch zum Thema Montage, wie man zum Beispiel nach dem Programmieren den Coburg Antrieb kalibrieren kann. Die Innenlagersensoren haben produktionsbedingt kleine Abweichungen des Nullpunkts, also der Punkt, bei dem ein Drehmoment von Null gemessen wird. Für eine noch feinere Abstimmung des Antriebes wird bei der Kalibrierung dieser Nullpunkt neu vermessen. Dadurch wird die Motorunterstützung sehr präzise und die Bikes haben trotz unterschiedlicher Produktionschargen der Innenlagersensoren das gleiche Fahrverhalten. Um den Antrieb auf die hier beschriebene Art und Weise kalibrieren zu können, muss die Firmware-Version 3.20 installiert sein. Als erstes muss das Bike angeschaltet werden und bei der 7-Serie sollte außerdem das Licht ausgeschaltet sein. Danach das Bike wieder ausschalten und direkt danach dreimal hintereinander kurz auf den Einschalter drücken. Danach sollte eine LED orange leuchten. Jetzt muss die Kurbel auf der Antriebsseite langsam und gleichmäßig 5 volle Umdrehungen rückwärts gedreht werden. Während dem Drehen der Kurbel laufen die LEDs hoch. Nach 5 Umdrehungen wird eine erfolgreiche Kalibrierung mit 5 grün leuchtenden LEDs bestätigt. Wenn nach diesem Vorgang 3 grüne LEDs leuchten, war die Kalibrierung ebenfalls erfolgreich. Der Sensor hat ein erhöhtes Offset, aber das Bike kann trotzdem ganz normal benutzt werden. Wenn eine LED rot blinkt, dann war die Kalibrierung nicht erfolgreich. Die Kurbel wurde dann zum Beispiel in die falsche Richtung gedreht oder die Umdrehungen waren nicht gleichmäßig genug. Dann muss die Kalibrierung einfach erneut durchgeführt werden. Wenn 3 rote LEDs blinken, war die Kalibrierung ebenfalls nicht erfolgreich. Vielleicht ist das Innenlagerdefekt, der Innenlagersensor, oder vielleicht wurde auch bei der Kalibrierung Drehmoment auf die Kurbel aufgebracht. Also müsste man einfach nochmal versuchen zu kalibrieren. Wenn auch das nicht hilft, dann muss womöglich der Innenlagersensor getauscht werden. Die Kalibrierung kann jederzeit mit einem Tastendruck unterbrochen werden. Es wird dabei kein Wert gespeichert und der alte Wert wird weiterverwendet. Bei einer erfolgreichen Kalibrierung wird der ermittelte Wert fest im Controller gespeichert. Dieser bleibt auch erhalten nach einem Reset des Bikes oder auch nach einem Firmware-Update. Die Kalibrierung kann jederzeit wiederholt werden. Sie sollte aber in den meisten Fällen nur einmal nötig sein. Jetzt sollte euer Coburg-Antrieb kalibriert sein und ich hoffe, es funktioniert alles so, wie ihr euch das vorgestellt habt. Wenn ihr noch weitere Fragen oder Feedback für uns habt, setzt euch bitte mit uns in Verbindung.